Willkommen, liebe Abonnenten und Abonnentinnen, zurück zu Super Mario Maker 2. Heute spielen wir die Superwelt von Dr. Yoshi. Der hat jeden Stil in seinen 6 Welten und 30 Leveln gleich oft verwendet und in jedem Level einen Bully oder einen Notenblock platziert. Wir starten mit 69 Leben, das ist sicherlich auch kein Zufall, aber 69 ist ja auch eine schöne Zahl und eine gute Tätigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Erstes Level nutzt gleich mal die Schwerelosigkeit. Die ist, glaube ich, gar nicht mal so beliebt, ne? Also die Schwerelosigkeit der Gegner teilweise. Mir geht's auch ein bisschen auf den Zeiger, aber wenn ich tilted bin, dann ist das ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen für Unterhaltung. Zumindest in den meisten Fällen kann man also mit leben. Und ich bin gerade am Überlegen, habe ich ein Secret verpasst? Möglicherweise hier bei der roten Röhre? Oder warum ist da diese grüne Röhre so abgeschotten vom Rest? Tatsächlich, da geht es rein! Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die beiden Röhren die gleiche Farbe haben, weil das ist so die gängige Erkennungstaktik bei solchen Secrets. Oh, es geht sogar noch weiter. Hier gibt's noch mehr Coins! Und da ist er auch schon, der Notenblock des ersten Levels. Hops, dankeschön. 3 Starcoins auf einem Platz. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Starcoins in seine Level integriert hat. Davon war jetzt nicht die Rede. Ich denke auch nicht, weil alle 3 am selben Ort ist halt weird. Außerdem ist hier jetzt noch eine. Okay. Also können wir uns darauf einstellen, dass er, man, fuck, mehrere Bitcoins platziert hat für so mehrere kleine Secrets oder so. Und es geht mehr um den Notenblock und den Bully. Okay. Das ist mal was anderes. Ja, da, oh Gott, was? Ich glaube, ich habe noch nie ein Level dieser Art gespielt mit einer Feder. Deswegen hat mich das gerade komplett überrascht, wie weit die einfach weggesprungen oder weggeflogen ist, als ich sie aus dem Block geholt habe. Das ist ja, das ist ja illegal, du. Da brauchst du eine Fluggenehmigung für. Der Wahnsinn. Interessantes erstes Level auf jeden Fall. Fliegt gar nicht so viel umher, wie ich erwartet hatte. Und in dem Moment werde ich getroffen. Ich hatte erwartet, dass da unsichtbare Coinblöcke sind, damit ich in die Röhre rein kann. Irgendwie habe ich da gar nicht mit gerechnet, dass da auch Gegner rausgeflogen kommen könnten. Aber naja. Passiert. Level ist jedenfalls geschafft. Haben wir hier noch was? Nee, dient dann wohl nur dazu, um möglichst weit oben die Fahnenstange zu berühren. Und das wäre hiermit geschafft. Yeah. Mhm, ganz nett. Mal ein anderes 1-1. Ich hoffe, es geht divers weiter. Mag das ja, wenn Leute mal so komplett ihr eigenes Ding machen und völlig auf die Konventionen, so heißt das, kacken. Allerdings bleibt er der Tradition treu, dass das zweite Level ein Höhlenlevel ist, zumindest laut Titel. Ja, ist so. Jetzt bin ich aber massiv enttäuscht! Oh, was ist hier? Ist hier schon der Notenblock? Ich habe gerade weggeworfen. Oh, das sind die unnötigsten Tode. Und da sieht man so noobig aus, wenn man durch sowas stirbt. Also ab jetzt habe ich überhaupt kein Recht mehr, irgendwas hier rauszuposaunen. Weil ich einfach nur dumm bin. Aber ich habe wirklich gerade noch weggeschmissen. Warum ist er so schnell rausgekommen? Du hast doch normalerweise, wenn er zappelt, noch 2-3 Sekunden Zeit, ey. Vielleicht musste der Koopa ganz dringend aufs Klo. Konnte nicht mehr warten. War bei mir heute früh genauso. Und ihr könnt euch denken, was in so einem Fall dann immer, aber wirklich immer gegeben ist. Richtig. Kein Klopapier da. Gut, das hat ja sowieso momentan einen Wert wie ein Goldbarren. Oh mein Gott. Was? Wieso habe ich... Okay, nichts gesagt. Das war zwar so nicht geplant, aber... Well, Checkpoint erreicht. Und ja, ich habe schon begriffen, man sollte immer so springen, dass man ungefähr auf Höhe der Münzen ist. Nur bin ich auch dazu bislang zu unfähig gewesen. Vielleicht wird's ja was mit dem Tanuki.
Kann man den eigentlich auch noch auf irgendeinem anderen Knopf zum Wedeln bringen? Nein? Warum geht das nicht auf den Schultertasten, Nintendo? Das wäre so viel besser! Als auf A. Oder B. Ich wurde doch letztens tatsächlich... Wie soll ich sagen? So ein bisschen von euch durch den Kakao gezogen, dass ich mit X renne und mit A springe. Macht ihr das denn wirklich anders alle? Gut, ich muss sagen, früher war ich auch ein YB-Typ, aber auf der Switch irgendwie nicht mehr. Und der Grund ist, der rechte Stick berührt immer meinen Daumen, wenn ich mit Y und mit B agiere. Und das bringt mich aus dem Konzept. Mit X und A tue ich mir leichter. Da habe ich einfach meinen Freiraum und fühle mich wohler. Das ist sowieso immer sehr wichtig in einer Beziehung, ja? Und ich habe eine tiefgehende Beziehung mit meinem X und A, mit meinem A-Knopf. Mit Y und B hat der Dreier leider nicht so gut geklappt, deswegen haben wir uns getrennt. Ja, und X und A gefällt mir definitiv besser. Kann natürlich sein, dass das jetzt, wenn man extrem kleine Hände hat, anders ist. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Y und B besser sind. Aber für mich hat sich herauskristallisiert, X und A ist gleich mehr Skill. Also spiele ich damit. Ich war nur erschrocken. Jeder hat gefragt, hä? Du bist der einzige Mensch, der so spielt. Ja gut, dann bin ich halt der einzige Mensch. Aber auf jeden Fall bin ich damit besser. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur der 200er IQ-Mensch. Und ihr werdet jetzt alle, wenn ihr das ausprobiert, sagen, oh mein Gott, er hat recht. Oh mein Gott, ich bin jetzt so viel besser. Oh mein Gott. Versucht's mal mit X und A. Natürlich braucht's am Anfang ein bisschen Ungewöhnung, aber... Ey, ich komme da überhaupt nicht mehr drauf klar. Mit Y und B. Ich berühre jedes Mal den rechten Stick auf den Switch Pro Controller. Und ich muss auch meine Hände so ein klein wenig zusammenziehen. Einfach weil, naja, der Platz halt nicht da ist. X und A haben genau den richtigen Abstand. So, bam, take this, man. Haters. Also was man auf jeden Fall über die Superwelt sagen kann, ist, der Dude macht echt sein komplett eigenes Ding. Levelstruktur ganz anders, Themes anders, keine Starcoins, sondern ein eigenes Secret mit dem Notenblock, was wir bis jetzt auch jedes Mal gefunden haben. Es ist sehr im Mario Maker Stil. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Level Nintendo Design haben. Also, schon auch ein bisschen, gerade das zweite. Aber das hier, das ist jetzt schon deutlich mehr Mario Maker und das erste fand ich auch. Also ja, man hat das Gefühl, was Neues zu erleben. Das finde ich schon mal gut. Aber fliegende Blooper waren schon damals eine scheiß Idee von Nintendo. Warum du das übernehmen musst, Yoshi... Dafür ein Dislike. Spaß. Aber fliegende Blooper, ey. Ich habe einfach ein Trauma durch Super Mario The Lost Levels. Und will den Scheiß nicht mehr. Oh, da kommen ja sogar noch mehr raus. Warum tust du das? Und wie die dann auch noch provokant mit dem Fallschirm runterkommen, damit die auch ja schnell genug landen, um den Spieler zu beeinträchtigen. Oh, und die mit den Kindern sind das Allerletzte! Bestimmt ist da oben ein Secret, nein. Dafür habe ich zweimal kassiert. Verdammt. Oh no, ich habe den Notenblock nicht gefunden. Aber das dachte ich mir schon in der Welt. Ich weiß nicht, soll ich mich nochmal auf die Suche machen? Das hat jetzt schon meinen Ehrgeiz gepackt. Ich glaube, ich guck noch mal, ob ich es finde. War ich da oben schon? Nein, oder? Nee,
definitiv nicht. Ah ja, moin. Okay. War gar nicht so krass versteckt, du siehst es ja, aber ich habe halt vorhin so viel Quatsch gelabert, dass ich da gar nicht drauf geachtet hatte, dass da noch eine Röhre war, die wir nie besucht haben. Und damit ist die Sache jetzt geklärt. Hier an... Digga, please. So. Hier ist er! Supi, dann kann es ja jetzt weitergehen mit dem Wasserlevel seiner Welt. Auch cool, wie das aufgebaut ist, ne? Du startest erst links, kommst dann auf die rechte Seite über die Röhre, da ist so ein Fluss dazwischen. Sieht schön aus. Ah, 3D-World-Wasserlevel sind wirklich schön, ne? Der Stil ist so awesome. Und die Musik auch. Mario Bros. U-Style ist ja an sich auch schon schön, aber finde ich, kann man sich nicht mehr so gut geben, weil es sehr overused ist und langsam ausgelutscht. 3D World fühlt sich immer noch so neu an. Und feiere ich daher noch ein bisschen mehr. Boah, dieser Cheep-Cheep mit den Flügeln. Du hast schon ein Talent dafür, richtig nervige Gegner zu platzieren. Du hast ja 6 Welten, ne? Oder wie viel waren's? Doch, ich glaube schon. 6 Welten, 30 Level müssten es gewesen sein. Seine Welt 1 ist ja jetzt schon nicht ganz so einfach, ne? Und ich überlege gerade, wie heftig könnte das denn dann bitte schön hintenrum sein? Gerade mit diesem 7. Sinn der ekligen Gegnerplatzierung. Alter, was geht? Warte, da ist wieder ein Secret. Komme ich denn da hin? Muss ich da in die grüne Röhre? Ja, oder? Muss ja eigentlich. Ja. Auch cooles Secret. Oh, und diese Bäume sind schön. Damit haben wir unseren ersten Bulli gefunden. Dass der nicht absäuft. Nee, also ganz ehrlich. Secrets und Gegnerplatzierung finde ich schon echt richtig gut. Bringt mir der Stern auch irgendwas? Oder ist er einfach nur zum sicheren Zurückkommen? Weil wirklich einen Nutzen hatte der jetzt nicht. Und natürlich verliere ich die Blume. Ja, und jetzt ist hier ein Massenauflauf. Ah, okay. Aber hier ist das Ziel. Schön! Bisschen kurz das Level. Verglichen mit den anderen, aber trotzdem ganz schön. Ich glaube, er hat es auch extra ein bisschen kleiner gemacht, weil halt die Gegner so assi waren. Und jetzt kommt das Castle. Vermutlich von einem Koopaling? Nein? Fatal Fire Fortress. Naja, also steht kein Koopaling im Titel, aber das heißt natürlich nicht, dass definitiv keiner vorkommt. Wir werden es sehen. Pilz zu Beginn, immer sehr sozial. Kann man fürs erste Castle aber auch erwarten, glaube ich. Ja, und typisch für Super Mario Bros. Viele Hotheads. Und Firebars. Knochentrocken macht sich da ebenfalls noch gut. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja, leider mit Gegentreffer. Hab aber auch zu spät gesehen, dass neben der Röhre rechts und links noch ein Feld war zum Landen. Ich dachte, ich muss wirklich auf die Röhre springen. Hab das nicht gut gesehen. Sorry. Aber Secret entdeckt. Und Checkpoint auch gleich erreicht.
Wird also nichts anbrennen, denke ich. Ah, hier noch eine Blume für den Fight. I'm ready! Bowser oder wer auch immer du bist, zeig dich nicht. Ah, der prallt ja vom Boden ab. Verdammt nochmal. Ah, weil ich jetzt noch sterbe, ne? Nein, bitte nicht. Bitte nicht sterben. Concentration. Oh, what? Okay, einfach nur auf den On-Off-Switch, oder was? Ah, mehr. Ey, geile Idee. Hab ich auch noch nicht gesehen, ne? Das ist das Original Bowser-Fight-Prinzip. Über ihn drüber springen und dann stirbt er an sich. Nur weitergedacht. Mit den On-Off-Switches hin und her. Rechts, links, rechts, links. Ja, okay, aber noch einer muss jetzt nicht sein, ey. Trotzdem, cool. Schön die Originalidee von Nintendo weitergedacht. Grandios, das gibt ein Like. Und auch generell eine große Weiterempfehlung seiner Superwelt. 5 Welten kommen mindestens noch. Und die erste war echt schon richtig, richtig gut in fast allen Bereichen. Hab's ja schon aufgezählt, abwechslungsweise. Natürlich in der Wüstenwelt. Ja, also mit allen Traditionen bricht er nicht. Es ist aber auch ein Gesetz, es muss Welt 2 eine Wüstenwelt sein. Ansonsten ist eine Superwelt Schmutz. Und ein offizielles Nintendo-Spiel auch, dass Welt 2 keine Wüstenwelt hat. Das muss Nintendo dann vom Markt zurückziehen, sich offiziell in einer Direct entschuldigen und das Spiel neu programmieren. Wobei, gibt es eigentlich irgendein Mario-Game, wo eine Welt 2 keine Wüstenwelt ist? Bestimmt, oder? Bestimmt. Aber wenn, zieht es zurück, Nintendo. Das geht so nicht. Hier ist der Code. Ballert da mal die Likes rein und spielt die Superwelt zu Ende. Sehr, sehr gut abgeliefert. Dieses Level ist dauerhaft in den Trends. Ich habe es bislang immer ignoriert, weil ich glaube, es bringt uns gar nicht mal so viel Neues. Wir kennen ja schon diese Level von wegen, hey, du kannst dies und das spielen. Aber wenn es sich so lange hält, dann ist es vielleicht richtig, richtig gut in dem, was es macht. Also schauen wir mal rein. Ab jetzt sind wir also der Pilz. Ah, okay, ich sehe schon, du musst, oder? Nee. Ich dachte gerade, man müsste von Element zu Element springen. Das wäre natürlich noch cooler. Kommt aber vielleicht noch. Ja, so im Prinzip schon. Steuert sich aber anders als die Level, die wir schon kennen. Wir haben ja zum Beispiel schon mal eins gespielt, wo man den Monty-Maulwurf spielt. Aber der Pilz, der geht ja immer dauerhaft in eine Richtung, bis er... Okay. Eine Mauer berührt. Das muss man hier natürlich bedenken. Oh! Was? Auf einmal Super Mario Land Musik, cool. Das ist ja nice. Find ich sehr cool. Oh, war das eine gute... Ja, doch. Aber ich glaube, man sollte an sich immer erstmal in die Lücke springen und ein bisschen chillen. Wobei... Ja, doch, hier schon. Ich dachte gerade, ich schaff's auch so. Das ist aber leider nicht so. Aber diesmal schon. Oh, knapp. Es dauert immer ein bisschen. Ich hab dann etwas Angst. Push up. Okay. Und da ist wieder Mario. Ja, gut. Wie schon gesagt, das System, das wir schon kennen, mit dem übernehme den, was auch immer, Monty, Koopa, Goomba. Stimmt, mit Goomba hatten wir auch einige solcher Level. Pilz ist auch was Neues. Und cool gewesen. Aber auch keine krasse Erleuchtung. Vielleicht jedoch das Level, das auf Platz 1 rangiert. Koopalings Battle Castle. Wahrscheinlich wieder ein Boss Rush. Aber für 18.000 Likes hat er sicherlich mehr draus gemacht als einen simplen Boss Rush. Oder?
Fest steht auf jeden Fall, die Leute haben noch nicht genug von den Koopalingen. Oh, was? Sehr gemein. Ich darf nicht direkt in diesen Greifer springen, sonst kassiere ich instant. Und ja, er hat auf jeden Fall was anderes draus gemacht. Es ist kein klassisches Battle, sondern es sind Gimmick-Kämpfe in jedem Raum. Cool, Mann. Achso, die basieren aber alle auf On-Off-Switches, oder was? Ah, jetzt verstehe ich das auch. Der Laser schießt ihm den Fußboden weg. Wie cool. Okay, Moment. Ich muss aber hier nochmal neu laden. Ich brauche den oben. Genau, und jetzt schieß. Schieß, Bruder. Boom. Und nochmal. Baller ihn weg. Yeah. Iggy down. Safe Room. Alles klar. Ist auch so ein neuer Trend, ne? Dass immer bei so einem Checkpoint safe steht. Finde ich eigentlich ganz cool, weil, naja, das ist halt ästhetischer, als einfach nur eine Flagge zu platzieren. Okay, das war alles. Das war jetzt ein bisschen einfacher. Bin sehr gespannt auf Ludwig, aber ich glaube, das denkt ihr euch auch gerade. Bam! Instant Headshot! Und nochmal. Ich glaube, ich habe schon das perfekte Timing hier erwischt. Ja, ist echt so. Ey, richtig coole Ideen. Und gegen Morton kommt jetzt tatsächlich ein aktiver Kampf. Ah, na, wobei, nee. Wir brauchen einmal einen Powerblock. Ja, es geht sehr schnell. Es ist nicht besonders schwierig, aber es ist halt cool zu sehen, was er sich so überlegt hat. Ach nee, das war gerade Roy. Das ist jetzt Morton. Was? Ich muss einfach... Können denn die Feuerbälle den Powerblock aktivieren? Oder wie soll das jetzt gemacht werden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hä, das geht gar nicht. Ach, ich... Oh, okay. Ich kann durch den On-Off-Switch den Powerblock aktivieren. Alles klar. So, jetzt Ludwig! Was passiert hier? Oh, wie lol! Ich muss ihn mit dem Mannstand treffen! Bleib stehen, du Sau! Kommt noch Bowser? Da steht clear. Okay. Ja, nice. Das war jetzt alles nicht besonders schwer. Aber grandios in Szene gesetzt. Kriegt auch von mir einen Like. Ich hätte gerne noch eine Hard-Version. Komm, irgendjemand baut das. Bestimmt. Oh, Ehrenlevel in den Trends. Thriller Michael Jackson. Nehmen wir das doch als Abschluss. Oh! Ehre. Das war schon echt gut. Gerade die zweite Hälfte. Da lasse ich doch ein Like da. Könnt ihr auch machen, wenn euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Maker 2.